wie cool, dass ihr alle da seid. Oh mein Gott. Leute, also ich weiß nicht, wie das von unten aussieht, aber von oben, okay, das sind echt, echt krass viele. Ein riesiger Applaus für euch alle erstmal. So, der Rhein ist ausgetrocknet. Allein in Portugal gab es tausende Hitzetote, Waldbrände in ganz Europa. In Ostafrika sind hunderttausende Menschen von Hungertod bedroht. Und in Pakistan sind 33 Millionen Menschen von Hochwasser betroffen. Und die Klimakrise ist schon längst eine spürbare Realität. Und die Politik weigert sich aber trotzdem, noch immer wirksame und konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Climate Justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now! Are we gonna fight for it? Yes! Are we gonna get it? Yes! So what do we want? Climate Justice! When do we want it? Now! Wir fordern, dass die Politik 100 Milliarden Euro Sondervermögen für Klima und Sicherheit bereitstellen. Die Regierung muss endlich Geld in die Hand nehmen für uns Menschen. Sie muss endlich uns entlasten und zukünftige Generationen vor weiteren Krisen schützen. Dafür brauchen wir jetzt eine sozial gerechte Energiewende. Wir brauchen jetzt eine Deckelung der Nebenkostenabrechnung für diesen Winter. Und wir brauchen langfristig Maßnahmen wie ein 9-Euro-Ticket. Das ist möglich. Das ist möglich und das ist auch finanzierbar. Denn wer 100 Milliarden Euro für das Militär bereitstellen kann, der muss auch mindestens genauso viel Geld investieren können, um die Klimakrise aufzuhalten. Und als nächstes kommt Musik und deswegen begrüßen wir mit viel Ehren Comedy. Hallo Berlin. Es ist wunderschön, dass ich bei euch sein kann. Der erste Song, den wir spielen, hat sich so ein bisschen Gedanken gemacht über die Frage, ob früher wirklich alles besser war. Mutige These, früher war nicht alles besser, wir haben es noch nicht verstanden. Mutige These, Dave Chappelle könnte mit Pisse witzen über R&B-Stars und den Missbrauch Minderjähriger jetzt nicht mehr bei uns landen. Mutige These, wir haben mutige These, Eminem-CDs jetzt nicht mehr auf Kassette überspielt, weil wir gecheckt haben, dass Domestic Violence nicht etwas ist, das man für gute Reime gerne ignoriert, oder? Du sagst, der TED-Talk von Monica Lewinsky ist ja wirklich kaum ertragbar. Und dann sag ich, ach ja, damals, Gott sei Dank ist Cybermobbing inzwischen aber bei uns strafbar. Google mal das Strafmaß. Und dann googelst du, ja, google mal, auf wessen Kosten deine eine unbeschwerte Jugend war. Mutige These, so viel checken wir auch jetzt nicht. Doch was früher scheiße war, erklärt man uns auf Netflix. Netflix, Netflix. Früher war nicht alles besser, früher war nur alles gestern. Wir haben ein bisschen was vergessen und ein bisschen was verstanden, aber ich sehe keinen Grund für diese gottverdammte Melancholie. Melancholie. Melancholie, Melancholie, Melancholie. Kein Grund für diese gottverdammte Melancholie. Melancholie, 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 Melancholie. Diese gottverdammte Melancholie. Berlin, geht's euch gut? Mutige These, dank des Internets erfahren wir jetzt schneller von den Ungerechtigkeiten in der Welt. Ach, mutige These und dann weinendes Emoji und retweeten und dann kümmern wir uns wieder um uns selbst. Mutige These, Vergewaltigung ist auch für deutsche Promis heute nicht mehr nur noch Kavaliersdelikt. Mutige These, Konsequenzen gäbe es auch für einen Mockridge und Samra hätte niemand mehr auf YouTube angeklickt. Mutige These, ziemlich mutige These, wenn uns unsere Kinder später fragen, habt ihr das gewusst, dann sagen wir, mutige These, das stand fast in jeder Zeitung. Deswegen haben wir gesagt, ab jetzt ist damit Schluss. These, wir träumen alle von der guten alten Zeit. Damals war die Welt noch nicht im Untergang geweiht. Aber mutige These, wir schauen heute lieber Netflix. Denn was früher scheiße war, das checken wir auch jetzt nicht. Auch jetzt nicht. Auch jetzt nicht. Früher war nicht alles besser, früher war nur alles gestern.
Wir haben ein bisschen was vergessen und ein bisschen was verstanden, aber ich sehe keinen Grund für diese gottverdammte Melancholie. Melancholie. Melancholie, Melancholie, Melancholie. Kein Grund für diese gottverdammte Melancholie. Melancholie. Melancholie, Melancholie, Melancholie. Diese gottverdammte Melancholie. Vielen Dank. Es ist wirklich wunderschön, mit euch hier zu sein, so viele Menschen zu sehen, die wahrscheinlich sehr, sehr viele gleiche Gedanken haben wie ich. Ich würde gerne den nächsten Song spielen, in dem es darum geht, dass wir vielleicht diese Unglücklichkeit, die wir manchmal so spüren, dass die vielleicht gar nicht an uns selber liegt, sondern dass das vielleicht ein systemisches Problem ist. Und es gibt so einen gewissen Denkprozess dahin, und den habe ich versucht so ein bisschen nachzuvollziehen in dem nächsten Song. Und ich habe mir so ein paar große Promis aus der Welt gepickt, um das anhand derer so ein bisschen nachzuvollziehen. Der nächste Song heißt Drake, ist auch nicht glücklich, und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich hab gelesen, Drake ist auch nicht glücklich. Wie kann das sein? Ich würde meinen rechten Arm geben, um ein Tag wieder zu sein. Den linken eher nicht so. Ich bin Linkshänder, aber weil rechts die Norm ist, dachte ich, das klingt besser. Und jetzt fragst du, höre ich da leise Zweifel, aber ich denk, dass ein Arm gegen einen Tag kein kleiner Preis ist, auch wenn Zeit nicht der Primärarm ist. Sei nicht so klein, ist hypothetisch, über Amputationen streiten ist peinlich. Zurück zum Thema, das Seelenheil von Superstars. Wie geht's zum Beispiel Bruno Mars? Ich mein privat, ich kenn ihn ja nur aus Videos und Pro7-Shows, sein Instagram-Profil und so. Doch da steht nichts von Angstzuständen und von Leistungsdruck. Man schafft es immer irgendwie zu weinen, wenn keiner guckt. Man könnte meinen, dass wir gelernt haben, dass Reichtum und Erfolg und oder Fußballspieler sein hier gar nichts heißen muss. Ich will nur sagen, Bruno, meld dich, wenn was ist. Man hört ja immer, dass viel Geld nicht alles ist. Aber rein hypothetisch, falls du mal so Episoden hast, ohne dass ich sagen will, dass du Depressionen hast, hoffe ich, dass du weißt, dass es eine Krankheit ist und keine Schwäche. Dann hoffe ich, dass wir beide sprechen. Und dann hoffe ich, dass du checkst, was meine Absicht ist. Nämlich, dass du in dem Song nur eine Metapher bist. Sorry, Bruno. Berlin, seid ihr da? Wenn Drake nicht glücklich ist, dann sehe ich schwarz. Der Kapitalismus hat versagt. Ich lege Denken leider weg und lese Marx, damit ich eine Antwort für dich habe, wenn du fragst, bist du glücklich? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Bist du glücklich? Wenn ich an Drake denke, denke ich an einen Haufen Frauen und an einen Haufen Geld. Und dann, das brauche ich auch, so ein gekaufter Traum ist günstig in der Anschaffung. Aber die Nebenkosten können dich das Leben kosten. Ich hab nur ein paar seiner Videos geschaut und mich gefragt, wie sieht denn eigentlich mein Liebesleben aus? Kann's nicht sein, dass diese Minderwertigkeit, die ich spüre, nicht zu stillen ist von einer Frau allein? Also bin ich rausgegangen und hab geschlafen mit einer anderen. Und bei jedem Kuss hab ich darauf gewartet, dass es anders wird, nicht anders wird. Hab mir all die Drake-Songs nochmal angehört und dann entschieden, wir sind nicht so ganz verschieden, ich wär gerne Drake. Er ist gerne Drake. Wir teilen dieselbe falsche Vorstellung von Geld. Wir teilen dieselbe falsche Vorstellung von Liebe. Er hat nur nicht ganz so oft Probleme mit der Miete. Kleinigkeiten, wie den Kontostand mal kurz beiseite lässt, könnte man meinen, dass unsere Traurigkeit die gleiche ist. Und vielleicht sind wir gar nicht selber schuld daran, weil man das Märchen vom Erobern einfach jedem jungen Mann erzählt. Und wenn wir erst begonnen haben, Menschen wie Trophäen zu sehen, wird auch das Meer immer verbessert stehen. Doch mit dir ins Bett zu gehen, kann mich nicht glücklich machen, wenn ich schlicht. Ich weiß, was ich mir selber wert bin, oder nicht? Sorry, Aubrey. Berlin. Wenn Drake nicht glücklich ist, dann sehe ich schwarz. Der Kapitalismus hat versagt. Ich lege Denken leider weg und lese Marx, damit ich seine Antwort für dich habe, wenn du fragst, bist du glücklich?
Bist du glücklich? Berlin, bist du glücklich? Bist du glücklich? I am just saying we could do better. Vielen Dank. Wir haben nur noch einen Song, aber bevor ich die Geschichte zum nächsten Song erzähle, mach bitte einmal Lärm für Lisa, die mich heute so wundervoll begleitet. Entschuldigung, könnt ihr da noch einmal richtig viel Lärm für Conny hinterher schmeißen? Okay, die Geschichte des nächsten Songs. Das Wunderschöne mit euch hier zu sein ist, dass ich davon ausgehe, dass ihr alle euch genauso wie ich entschieden habe, dass es Zeit ist, Konsequenzen zu ziehen. Und das Witzige ist, wenn du anfängst, Konsequenzen zu ziehen und dann in deinem Freundeskreis, Freundinnenkreis bemerkst, dass die Leute so ein bisschen, die sind so ein bisschen getroffen davon, finden das so ein bisschen komisch, weil sie merken irgendwie, müsste ich das jetzt auch machen? Die greift es irgendwie, wir sind so angegriffen davon. So, und das macht die Konversation zwischen den Menschen irgendwie so ein bisschen schwierig. Und ich finde diese Momente immer so interessant, wenn ich dann mit meinen Leuten am Tisch sitze und dann sagt jemand so, ja, aber Conny, also das, was ich jetzt mache, ist das denn, muss ich mich dafür schämen? Muss ich mich denn dafür schämen? Und das, ich finde, was da passiert ist, die Leute schieben nicht nur die Entscheidung auf, Konsequenzen zu treffen, sondern sie überlassen mir auch diese Entscheidung. Ich soll für sie die Entscheidung treffen, ob sie Konsequenzen ziehen oder nicht. Und der nächste Song ist eine Polemik über genau solche Menschen und der heißt Schäm dich. Und vielleicht gefällt er euch ja. Da kann man sich richtig gut zu bewegen. I first heard about something called climate change. Muss ich mich dafür schämen, Greta? Ich glaube, ich fühle mich fantastisch. Gestern war's Diesel, heute Plastik. Was kommt morgen? Ich sag nicht, der Klimawandel macht nichts, aber muss ich mich jetzt schämen, Greta, muss ich mich jetzt schämen? Erst füttern die dich 60 Stunden Wochen hasse, dann wollen sie dich nicht mal einen Urlaub machen lassen. Oder zwei? 3 Wochen Bali im September. Ja, ja. Und nochmal 2 Wochen Malle im September. Ja, ja, ich hab's mir verdient, ich hab's mir verdient. Ich zahle doch auch Steuern auf das Kerosin. Nein. Ich zahle keine Steuern auf das Kerosin. Wirklich nicht. Oh, das kann aber gar nicht sein. Ich hab's gegoogelt und es stimmt. Dann liegt das aber an der Politik, oder nicht? Ich hatte die Kreuzfahrt schon gebucht. Schau da nur das Kuchen. Fahr mal nach Spitzbergen mit dem Zug. Sehr lang. Ich lasse mir nicht sagen, dass ich ein Verbrecher bin. Ich bin kein schlechter Mensch, nur ein schlechter Mensch. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Muss ich mich dafür schämen, Greta? Tut mir leid, aber ich glaube, ich schäm mich nicht. Fahr mal mit 2 Kindern in die Ferien. Die haben auch keinen Bock auf Camping jedes Jahr. Meine Tochter hat einen Instagram-Kanal und da muss Content drauf. Content, aber guter drauf. So baut man sich heutzutage eine Zukunft auf. Wer bestimmt hier, was verboten und was richtig ist? Ich will, dass der Junge in der Schule Schnitzel kriegt. Ich stehe am Grill und ernte Hass. So viel auch. Wieso machen Klimakiller so viel Spaß? Frag, welche Welt ist meinen Kindern hinterlassen, aber den SUV hab ich wegen der Kinder angeschafft. Ich hab ein Fahrrad, ja, ja, ich hab ein Fahrrad. Zwar im Keller, aber da hab ich ein Fahrrad. Ich lasse mir nicht sagen, dass ich ein Verbrecher bin. Aber wieso geht das denn heute nicht, wenn's gestern ging? Schäm dich, schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Schäm dich, schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich, wenn du dich jetzt noch nicht schämst. Everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue for all. Apparently that was something humans had created by our way of living.
Schaut Greta Thunberg. Berlin, vielen, vielen Dank. Wir waren Conny. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ihr macht unglaublich wichtige Arbeit, die eigentlich andere machen sollten, aber umso besser, dass es euch gibt. Habt noch einen wundervollen Tag. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Ciao. Gehört, aber jetzt singen wir noch mal ganz kurz. Power to the people. Cause the people got the power. Tell me, can you feel it? Getting strong about the hours. Power. Es ist inzwischen Tradition, dass sie zu jedem globalen Klimastreik in Berlin eine Rede hält. Sie ist unter anderem das Gesicht der deutschen Klimabewegung. Sie ist aus vielen Talkshows kaum rauszudenken. Hier kommt Luisa Neubauer. Man fragt uns, woher wir immer wieder die Kraft nehmen, uns zu organisieren. Man fragt uns, woher wir immer wieder die Kraft nehmen, auf die Straße zu gehen. Dabei ist die Sache die: Wir sind heute hier, weil wir keine Kraft mehr haben, so zu tun, als könnten wir die Dinge nicht verändern. Wir sind heute hier, weil wir keine Kraft mehr haben, uns einzureden, dass wir keinen Unterschied machen können. Wir sind heute hier, weil wir wissen, dass Hoffnung von Handeln kommt. Deshalb sind wir hier. Hallo Berlin, herzlich willkommen zum fucking 11. globalen Klimastreik. Es ist 3,5 Jahre her, dass wir das erste Mal auf die Straße gegangen sind als Fridays for Future, und zunehmend fehlen mir die Worte für das, was auf dieser Welt passiert. Wie beschreibt man das, was eigentlich unbeschreiblich ist? Was sagt man, wenn eintritt, wovor alle gewarnt haben, wovor wir zur Hölle immer wieder gewarnt habe und es doch niemand glauben wollte? Sie ist da. Sie ist hier. Das hier ist die Zukunft der Klimakatastrophe, die Zukunft, die niemand haben wollte. Und jetzt sagen manche, die Klimabewegung sei neuerdings so radikal. Und sorry, da müssen wir euch enttäuschen. Nichts, nichts, was wir jemals machen könnten, kann auch nur annähernd so radikal sein, was wie das Klima und was es jetzt in genau diesem Augenblick macht. Die Radikalisierung, vor der wir Angst haben müssen, das ist der Planet, der uns um die Ohren fliegt, liebe Regierung. Und manche sagen, es ist gut, dass wir die Regierung jetzt mal richtig aufwecken. Aber wir sind nicht hier, um die Regierung aufzuwecken. Die muss man nicht aufwecken. Die ist hellwach. Die Klimakrise ist kein Unfall, es ist kein Zufall. Die Klimakrise ist eine politische Entscheidung. Und das Wichtigste, politische Entscheidung kann man ändern. Das machen wir seit 3,5 Jahren und werden wir jetzt damit aufhören? Zur Hölle? Nein, deshalb sind wir hier. Und manche sagen, es sei jetzt schlechtes Timing, dass wir hier sind. Wegen der ganzen anderen Krisen. Wir sind nicht
trotz der ganzen anderen Krisen hier. Wir sind wegen der anderen Krisen hier. Weil wir den Mut haben zu erkennen, dass alles zusammenhängt. Und weil wir sehen, dass die Feigen da draußen gerade probieren, die Krisen gegeneinander auszuspielen. Und das lassen wir nicht zu. Wir sind hier, weil wir die Krisen da zusammenbringen, wo sie zusammenhängen. Und Lösungen einfordern, die endlich Gerechtigkeit und Sicherheit für alle bringen. Das ist ja möglich, das wissen wir. Und manche sagen, Notfälle überall. Ne? Manche sagen, die Regierung macht doch schon. Manche sagen, die Regierung macht das schon und das stimmt. Manchmal macht sie schon. Und dafür haben wir verdammt nochmal lange gekämpft. Aber was sie vor allem macht, ist Business as usual. Und noch nie ist irgendwer ernsthaft, substanziell, nachhaltig aus irgendeiner Katastrophe rausgekommen mit fucking Business as usual. Und eine Regierung, die es nicht mal mehr bekommt, die es nicht mal mehr gebacken bekommt, ein Tempolimit umzusetzen, wenn in der Ukraine Krieg herrscht und wir einmal solidarisch auf unseren heiligen Autobahnen sind. Das ist keine Regierung, die schon macht. Das ist keine Regierung, die Krisen löst. Das ist eine Regierung, die Krisen anheizt. Und ein Kanzler, der um die Welt reist und fossile Energien einkauft, viel mehr, als wir jemals verbrennen können, um Klimaziele einzuhalten, das ist kein Klimakanzler, das ist ein fossiler Kanzler. Und während die Grünen im Inbegriff sind, Glützerath RWE zum Fraßwurst zu werfen, müssen wir über die Liberalen nicht mal mehr sprechen. Wie kann es denn so schwer sein, Christian Lindner, ein einziges Mal Ja zu einer guten Idee zu sagen? Liebe Grüße vom 9-Euro-Ticket, echt fucking hell! Wir sind hier, weil die Regierung ganz offensichtlich nicht verstanden hat, wo der Hammer hängt, aber wir haben es verstanden. Deshalb organisieren wir uns, deshalb gehen wir auf die Straße. Und worauf kommt es jetzt an? Erstens, wir wissen, dass es anders geht. Wir können aus diesen Krisen rauskommen. Wir fordern 100 Milliarden für Klimaschutz und Sicherheit. Das wird nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Wer denkt, dass es keinen Ausweg gibt, dem bleibt nur Verzweiflung. Wer weiß, dass es anders geht, der kann loslegen und handeln. Wir haben das Wissen, also legen wir los. Und wir legen nicht nur hier los. In genau diesem Augenblick baut irgendwer in Lützerath ein Baumhaus. Nicht, weil dieses eine Baumhaus den entscheidenden Unterschied macht. Aber wenn man weiß, dass irgendwo wer anders auch was macht. Dieses Baumhaus macht auch Sinn, weil wir hier sind. Weil irgendwer in Kanada eine Ölpipeline blockiert in genau diesem Augenblick und in Kenia Solaranlagen installiert. Das ist das magische Vertrauen der Klimabewegung. Das haben wir und das macht uns mächtiger als alle anderen. Wir können aufeinander zählen und wir tun es. Auch deshalb sind wir heute hier. Zweitens, nicht alle haben das Privileg, sich einzusetzen, aber viele haben es. Und wir müssen es verdammt nochmal nutzen. Im Iran kämpfen Frauen in genau diesem Augenblick um ihr Recht auf Leben, entgegen aller Widerstände. Wie könnten wir ernsthaft solidarisch sein, wenn wir hier in diesem privilegierten und reichen Land nicht unseren Teil tun, wenn wir nicht hier einstehen und aufstehen für Sicherheit und Freiheit und Klimagerechtigkeit, die wir uns und der Welt schulden, wie könnten wir nur? Und drittens, es wird hart werden jetzt. Es wird hart werden aus diesen ganzen Krisen, Klimagerechtigkeit zu machen. Es ist hart, weil die Krisen müde machen und es ist hart, weil es so leicht ist,
den Glauben an sich zu verlieren. Aber die Sache ist die, überall in diesem Land und auf der ganzen Welt, heute, morgen, gestern und übermorgen, sind Menschen da, die sich organisieren und die machen, die loslegen und darauf setzen, dass wir die Augen aufmachen und uns anschließen. Irgendwer ist heute zum ersten Mal hier auf einem globalen Klimastreik und irgendwer ist zum 11. Mal da. Und das ist beides genau gleich gut. Es kommt darauf an, was wir jetzt machen aus diesen Krisen, wie wir jetzt loslegen, wie wir uns jetzt wehren. Überall. Manche Menschen fragen uns, wann wir denn mal in die Politik gehen und Verantwortung übernehmen. Aber das, was wir hier machen, das ist gelebte Verantwortung. Und Menschen schließen sich an und werden immer mehr und breiter. Auf den Straßen und in den Institutionen übernehmen Menschen die Verantwortung, die gerade so dringend übernommen werden muss. Diese Geschichten von den Menschen, die sind nicht immer auf der Titelseite. Denn diejenigen, die kein Interesse haben an Klimagerechtigkeit, diejenigen, die Solidarität nicht kennen, die werden niemals die Geschichten erzählen von den Leuten, die sich gerade wehren, die gerade Gerechtigkeit organisieren. Diese Geschichten müssen wir selbst erzählen. Die müssen wir selbst groß machen und weitertragen. Hoffnung ist harte Arbeit. Und gegen Ohnmacht hilft kein Weglaufen. Gegen Ohnmacht hilft nur Loslegen. Und dann stellen wir fest, wir sind nur so lange ohne Macht, solange wir glauben, dass wir keine haben. Aber guckt euch um. Wir sind hier, wir sind laut, wir sind immer wieder da. Solange es notwendig ist, solange es gebraucht ist, kommen wir wieder. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es notwendig ist. Weil wir wissen, dass es anders geht. Eine gerechte Welt ist möglich. Another world is possible. Kämpfen wir dafür. Und jetzt geht's los auf die Straße. Berlin Rock'n'Roll. Dankeschön. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Reden gehört. Und jetzt ist es mal wieder Zeit für den Musik-Act. Seid ihr hyped auf Musik? Ich kann euch sagen, es wird sehr, sehr cool. Wir hören jetzt einen Song, den viele KlimaaktivistInnen, glaube ich, schon kennen. Er ist von Bruno und Arne und die beiden sind KlimaaktivistInnen bei Fridays for Future. Und ja, die machen hin und wieder so Songs für Großstreiks, was so ein normaler Mensch halt macht, ne? Und heute singen sie für uns Ihr lasst uns keine Wahl. Einen ganz, ganz großen Applaus für Arne und Bruno. Ja, wir müssen noch mal tauschen hier. Schön, dass ihr alle da seid. Oh mein Gott, seid ihr viele. Ja, ich weiß nicht, wann ihr das erste Mal auf dem globalen Klimastreik wart oder wann das erste Mal im Invalidenpark. Wir sind ja seit fucking mehr als 3 Jahren hier. Das ist unglaublich, dass wir immer noch hier sein müssen. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Hast du da noch was hinzuzufügen, Bruno? Ja, tatsächlich. Und zwar... Es bleibt da, ohne Bilder wissen wir. Leichter, wenn sie diesmal wieder ignorieren. Eins ist sicher, ohne uns passiert nichts. Es ist alles gesagt. Alles gesagt, warum wird dann immer noch geredet? Und eigentlich klar ist, dass doch gerade alles, was wir machen, viel zu wenig ist. Yo, ich check's nicht. So schwer ist das echt nicht. Was bringt hier der Profit, wenn der Planet bald defekt ist? Wenn wir schon am Ende dann noch einmal für die Boomer und die Super, die sich Liberale nennen. Ist es lieber, wenn wir meiner Nutzung verlieren, unsere Zukunft an den Nagel hängt. Und damit die Freiheit aller, denn was juckt dich schon die anderen, wenn es sich lohnt, ohne Sanktionen Kohlenstoff in die Luft zu ballern? Immer das Gleiche, lass das mal die Profis. Ihr könnt auch ein bisschen mit abgehen, wenn ihr wollt, wir haben alle Schilder dabei. Jetzt müsst ihr abgehen hier, los geht's! Talk, bis ihr endlich ein Knick rein. Ich warte nicht mehr länger, bis ihr meint, es wird Zeit, auf das meint ist. Und kannst du reagieren, ihr lasst uns keine Wahl. Ihr nennt es radikal, doch glaubt ihr, eure Standards sind doch einfach nicht normal.
Ich hab ein Schild gemalt, ist nichts passiert. Wir waren so viele, gefühlt nichts passiert. Saß in den Wipfeln, schon geglaubt, dass das alles nichts bewirkt. Doch aus vielen nichts weg sein. Wir sehen in deinen Augen, wie die Hoffnung brennt. Und wenn ich zweifle, glaubst du felsenfest ans Happy End. Nimm's mich in den Arm, sag's alles wird gut. Auch wenn ich weiß, dass es utopisch klingt, der spendet das Trost. Bus in der Bus, ja, ich schluck den Wunder. Mache mir Luft, erkenne ein Muster. Dunkelster Stunde, glaub nicht auf ein Wunder. Schien am Abgrund, Schulter an Schulter. Stummer Schrei, verhalte nichts. Aber glaub nicht, dass wir jetzt leiser sind. Deine Fähnchen im Wind, ein Sturm zieht auf. Ja, wir waren schon mal tot geglaubt. Keine Wahl, aber gut. Na dann seht halt zu. Und steht das Wasser bis zum Hals. Nicht mehr lange, nicht mehr lange und dann knallt. Nein, ich warte nicht mehr länger, bis ihr meint, es wird Zeit, auf das Leid in den Rahmen zu reagieren. Ihr lasst uns keine Wahl, ihr nennt es radikal. Doch glaubt, laufen Standards sind doch einfach nicht normal. Was ist das für ein abgepackter Scheiß? Schön, dass ihr alle da seid und mit uns laut seid. Dass wir alle zeigen können, wir können was verändern. Vielen Dank. Dankeschön. So, und bevor es weitergeht, haben wir noch mal einen Spruch raus. We are unstoppable. Kann ich das erleben? Hallo? Das ist ja auch eh nicht. Ich will das vorlesen, deswegen brauche ich die Hand frei. Ja, toll, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich muss gestehen, ich habe eine neue Geschichte geschrieben für euch und es ist ein bisschen, es fängt ein bisschen albern an, aber wenn ihr was richtig Seriöses, dafür kommen noch andere Leute, glaube ich. Ja. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob ich dagegen ankomme. Ja, doch, komm. Ich warte, bis er weg ist, okay. Kennt ihr den? Kommt er öfter? Okay. Also, es ist eine Geschichte, ich komme drin vor und jemand, mit dem ich zusammen wohne, es ist ein Känguru. Das Känguru ist auch hier irgendwo, ich habe es in der Menge verloren. Eigentlich da ist Jack in diesem Panda-Kostüm. Das wollte nicht erkannt werden. Und deswegen lese ich die Stimme vom Känguru ungefähr so. Und meine so, dann erkennt ihr das. Wenn die Klimakrise zur Klimakatastrophe wird, frage ich, was machen dann eigentlich die Leute, die nicht mit Maske und Bezos zum Mars geflogen sind? Hä, was? Fragt das Känguru. Wenn ein, ich hab's ja gesagt, was wert wäre, dann wären Klimaforscher die reichsten Menschen der Welt. Worauf willst du hinaus? Pass auf, sag ich. Ich passe, sagt das Känguru. Kennst du Fridays for Future, sag ich? Kenn ich. Kennst du auch Fridas for Future? Nee. Ich auch nicht. Aber wenn ich Frida heißen würde und sagen wir mal, du auch, dann könnten wir eine Band gründen, die Fridas for Future heißt. Und dann würden wir so geilen Protest-Powerpop machen, also so, ich hole meine Gitarre aus der Ecke, blase den Staub weg, dann beginne ich zu singen. Es ist voll scheiße, es ist viel zu heiß, gar nichts ist prima mit dem Klima.
wer wir Friedas, wer ich die Frieda, die den Text schreibt, sagt das Fingo. Wenn ich Rachel heißen würde, sage ich, dann würde ich meine Band Rachel Against the Machine nennen. Ich weiß immer noch nicht, worauf du mit deinem etwas gewirren Gebrabbel hinaus willst. Gut, pass auf. Ich passe. Ich soll beim Fridays for Future Global Strike was vorlesen. Also muss ich was schreiben. Telefonbuch ist keine Option. Woher nehmen, frage ich. Hat doch heute kaum noch jemand ein Telefonbuch. Wann ist denn der Fridays for Future Global Strike? Am Freitag. Hätte ich draufkommen können. Sei nicht zu hart zu dir, du hast bestimmt andere Talente. Pass bloß auf. Ich pass auf. Na gut, Thema ist gesetzt, nehme ich an. Ja, eigentlich das einzig relevante Thema unserer Tage. Ich denke, ich schreibe etwas über die Queen, ihr Leben, ihre Liebe, ihr Land und über diese kuriose Geschichte, dass sie nach ihrem Ableben noch eine Tour durch Großbritannien gemacht hat. Obwohl, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sowas auch lieber machen, wenn ich tot bin. So, so. Mir wird doch immer so schlecht, wenn ich nicht selbst fahre. Du schweifst ab, in Wahrheit willst du einen Text über die Klimakrise schreiben. Natürlich. Problem ist nur, es wäre nicht der Erste. Du hast Angst, dich zu wiederholen? Fragt das Känguru. Aber weißt du, es gibt einige Leute, die sehen den Wald vor lauter abgebrannten Bäumen nicht. Ich will sagen, die Dringlichkeit ist, glaube ich, noch nicht allen klar geworden. Also zum Beispiel bei, was weiß ich, sagen wir mal, Christian Lindner, willkürlich gewähltes Beispiel, da täte ein wenig Wiederholung Not. Du meinst, Klimaproteste sind wie unregelmäßige Verben, sage ich. Man muss sie ständig wiederholen, damit ein Lerneffekt einsetzt. Ja, wenn ich unangenehm oft mittelwitzige Metaphern verwenden würde, dann hätte ich das vielleicht so gesagt. Also was soll ich schreiben, frage ich. Schreib doch darüber, dass das 1,5 Grad Ziel vielleicht, wie sagt man, falsch gebrandet ist. Wieso? 1,5 Grad wärmer, das klingt einfach nicht angemessen schlimm. Da denken die Leute doch, na, ob ich jetzt in der Wohnung 20 oder 21,5 Grad habe, das merke ich doch nicht mal. Deswegen schlage ich vor, das Ziel umzubenennen, um die Dramatik klar zu machen. Ich höre. Man könnte es zum Beispiel, dass es soll nicht jeden Sommer der komplette Wald brennen, Wirbelstürme sollen nur ab und zu durch Deutschland fegen, Flüsse sollen so flüssig bleiben, dass sie es sogar im Sommer noch gibt und nur Venedig soll untergehen, nicht auch New York Ziel nennen. Dramatisch, sag ich. Dramatisch, aber nicht wirklich catchy. Zugegeben. Ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich kann. Ich tippe folgende Überschrift. Metaphern gegen die Klimakrise. Pass auf. Klimaschutz ist wie deutscher Humor. Angela Merkel hat wenig dazu beigetragen. Klimaschutz ist wie das Tempolimit. Die FDP will einfach nicht. Und der Klimakanzler ist wie die letzte Staffel Game of Thrones. Pompös beworben, aber ziemlich enttäuschend. Denn die aktuelle Klimapolitik ist wie Weiterrauchen nach der Lungenkrebsdiagnose. Wie einen Waldbrand löschen wollen, indem man dagegen pisst. Sie ist wie eine Metapher. Manchmal witzig, selten hilfreich. Dabei sind die wärmsten Jahre seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung wie TikTok-Nutzer. Alle noch Teenager. Und die Zweifel am Klimawandel wie meine Hoffnungen auf einen Literaturnobelpreis. Leider völlig unbegründet. Warum schwirrt der Blödsinn immer noch durchs Netz? Weil Klimaleugnerbewegungen wie die Deutsche Bank sind. Wenn man genau hinschaut, organisiertes Verbrechen. Dabei ist die Klimakrise. Dabei ist die Klimakrise wie Covid-19. Nicht dran glauben, schützt leider nicht dagegen. Sie ist wie Depeche Mode, seit den 80ern allgemein bekannt und bigger than ever. Sie ist wie Rückenschmerzen. Man hätte schon vor Jahren etwas dagegen machen müssen. Die Klimakrise ist wie ein Loch in der Badewanne. Bald ist das Wasser überall, nur nicht dort, wo es sein soll. Sie ist wie der Stapel Geschirr in der Spüle. Es müsste sich dringend mal jemand drum kümmern. Gut, dass ihr euch drum kümmert, denn Klimaproteste sind wie unregelmäßige Verben. Moment, das sagte ich bereits. Wie dem auch sei.
Macht weiter, es ist gut, dass ihr da seid. Macht immer weiter, bis sich endlich was ändert. Dankeschön. Ich danke euch. Sie hat schon öfter bei Fridays for Future Demonstrationen gesungen. Wir haben sie aber noch nie in Berlin gehabt und deswegen freuen wir uns total, sie heute hier zu haben. Einen großen Applaus für Ali Neumann. Hallo Leute, so schön, dass ihr heute alle hier seid. Und für eine bessere Welt zu kämpfen und vor allem dafür, dass die Welt überhaupt noch belebbar ist, auch für die nächsten Generationen. Und ich finde es schön, ich glaube, die meisten von euch sind nicht mit dem Auto da, sondern eher mit dem Fahrrad oder zu Fuß, oder? Ich finde Leute eher sexy, wenn sie Fahrrad fahren. Meine Stadt sind Porsche, Stadt und Rauch und leere Worte. Aber du machst keinen Unterschied. Du bist eine Sachlehrerin. Viele Jungs in meiner Stadt sind Tesla, schon ein bisschen besser. Eigentlich nicht mein Stil, es gibt nur eine Jill. Ich brauche keinen erfolgreichen Mann, das bin ich selbst. Sieh mich an. Endlich da und kein Denker. Der Wind rückt sein Haar. Ruf mich einfach auf dem Handy an, Baby, ich bin sofort da. Hol mich ab auf dem Bike, für dich hab ich immer Zeit. Von Hamburg nach Bagdad, auf deinem Mörder-Bike, für dich hab ich immer Zeit. Wenn du böse bist, dann weg. Kein viele Wunsch sparen. Key to your bike, key to my heart. Sommernacht, Sommerstreit, zu viel Wein. Mein Bike bringt mich sicher heim. Wenn du schon da bist, warum kommst du nicht mit rein? Mein Boy setzt sich sogar für mein Ex ein. Er macht mich schwach mit seinem Bewusstsein. Das hat mich so sehr verein. Wasch mich von meiner Schuld frei. Und auch ohne Cabrio weg. Der Wind durch sein Haar. Ruf mich einfach auf dein Handy an, Babe. Ich bin sofort da. Hol mich ab auf dein Bike. Für dich hab ich schon Zeit. Deine Mann hat mein Bike. Für dich hab ich immer Zeit. Von Paris bis Shanghai. Wenn du willst, auch bist du allein. Kein viele Wunsch sparen. Key to your bike, key to my heart. Von Hamburg nach Bagdad, auf deinem Mörder-Fahrrad, Bike, Boy, für dich hab ich immer Zeit, Boy. Von Paris bis Shanghai, und wenn du willst, auch bis Hawaii. Ihr seid alle sexy Bike Boys und Bike Girls und Bike Envies. So schön, dass ihr hier seid. So,
So, wir gucken mal, ob unsere Technik wieder funktioniert. Nicht, dass wir sie brauchen würden. Ich glaube, wir kommen auch so klar heute zusammen. Yes? Okay. Wir haben es wieder am Start. Das nächste Lied heißt Keine Zeit. Und wir haben einfach keine Zeit für all diese Menschen, die nicht zuhören. Wir haben alles auf unserer Seite. Wir haben Statistiken. Wir haben die gute Macht auf unserer Seite. Wir haben die Moral auf unserer Seite. Wir haben keine Zeit für Leute, die einfach nur im Weltraum stehen, während wir versuchen, sie zu retten. Auf den Weg. Ich bin für Revolution bereit und du störst, obwohl du weißt. Dafür hab ich keine Zeit. Keine Zeit. Dafür hab ich keine Zeit. Wenn du mich helfen willst, geh mir aus dem Weg. Ich hab nur ein Leben auf diesem Planet. Ich hab so ich frag dich nach deiner Statistik und du mich nach meinem Stammbaum und du weißt. Dafür hab ich keine Zeit. Keine Zeit. Dafür ein bisschen, okay? Ohne mich leben, so wie alle anderen auch. Gib mir zu, ne?
Berlin! Macht mal ein bisschen Lärm für euch selber! Dass heute so viele Leute auf den Straßen sind. Sehr gut, dass ihr heute hier wart. Vielen, vielen Dank für die Einladung von Fridays for Future, für das ganze Team, die das alles organisiert. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir heute ein Teil davon sein dürfen. Thank you.
ich ersetze. Und je mehr die Zeit vergeht, glaube ich, sie ist die Einzige, die mich auf der Welt versteht. Ich weiß ja gerade mal, wie sie heißt. Doch irgendwo sind wir uns sehen.